hallo, ich grüße heute nicht nur meine Mutti, sondern auch euch zur 81. Nachrichtenzusammenstellung. Am 2.7. sind wir für euch übrigens live im Saturnmarkt am Alexanderplatz in Berlin. Dazu aber am Ende des Videos mehr. Das heißt, freut euch jetzt erstmal über, oh, fiese Schummeleien, scheinbar unnötige YouTube-Features und ein Bassarmband, das das pure Disco-Feeling in den Körper pumpt. Los geht's. Ach ja, überall wird geschummelt. In Beziehungen, bei Smartphone-Benchmarks und seit neuestem wohl auch bei Grafikkartentests. Denn die Kollegen von Tech Power Up haben herausgefunden, dass Hersteller den Medien teilweise Testmuster mit anderen Grundeinstellungen schicken, als sie bei den im Handel verkauften Karten zu finden sind. Denn es ist ja so, viele Grafikkarten können in sogenannten Silent, Gaming oder auch teilweise sehr lauten Overclock-Modi betrieben werden. Bei den vermeintlichen Schummelmodellen ist immer der performanteste, also der Overclocking-Modus aktiviert. Und das soll so schon seit Jahren die gängige Praxis sein. Zwar beeinflusst das im Endeffekt die Ergebnisse nur um wenige Prozentpunkte, sind jedoch bei vielen Kunden und Nutzern ausschlaggebend für eine endgültige Kaufentscheidung. Bisher rechtfertigen die Hersteller den Umstand mit der Aussage, wo ist das Problem? Das ist doch die Einstellung, die am Ende eh jeder nutzen wird. Damit YouTube nicht eines Tages eine Strapazen der Gamer finanziell zugrunde geht, haben sich die pfiffigen Kollegen wieder etwas Feines ausgedacht. Und zwar YouTube für alle. Moment. Was? Google hat eine App namens YouTube Director for Business veröffentlicht, die es jedermann ermöglichen soll, ganz einfach einen eigenen Werbefilm für YouTube zu produzieren. Der User wird dabei durch vorgefertigte spezielle Templates an der Hand genommen und durch den Ablauf eines Bilderbuch-Werbedrehs geführt. Sollte es denn noch nicht ganz klappen wollen, wird auf Wunsch kostenlos ein professioneller Filmer vorgeschickt, der vor Ort die nötigen Aufnahmen macht und dann sogar noch schneidet und hochlädt, wenn für mindestens $150 Werbung auf YouTube gebucht wird. Bisher aber noch USA only. Na, das kann ja was werden. Was auch etwas werden könnte, die maxdomische Idee, völlig kostenlos und ohne Internet Filme und Serien in den Zügen der Deutschen Bahn anzubieten. Warte, kostenloser Service bei der Deutschen Bahn? Fast schon irritierend. Noch in diesem Jahr soll der mitfahrende Otto Normal, aber auch Bonze-Verbraucher zwischen 50 Titeln wählen können. Zwar keine Netflix-Vielfalt, aber immerhin schon mal 50 Mal mehr als das, was man sonst bei der Bahn zu sehen bekommt. Technisch soll das Ganze per bahneigenem lokalen WLAN funktionieren, ohne dabei auf das eh nicht vorhandene Internet zurückgreifen zu müssen. Wer dann aber doch mehr als 50 Titel während seiner Fahrt verschlingen will, der muss zu einem kostenpflichtigen Maxdom-Abo greifen. So machen die das also. Ihr kennt das. Ihr hört eure Lieblingsmusik auf tollen Kopfhörern, seid auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder trefft euch mit Freunden im Park. Aber nirgends klingt eure Lieblingsmusik so gut wie auf einem Konzert, im Club oder neben riesigen 1000-Watt-Boxen. Auf Kickstarter hat sich die Firma Lohfeld mit The Basslet oder The Basslet? Von Breslet? Egal. Dem Thema angenommen. The Basslet ist ein Armband, das den Bass eurer Lieblingsmusik an euren Arm weitergibt. Dazu braucht man dann nur einen Sender anschließen, das Armband anlegen und los geht's. Im Armband befinden sich nur ein Akku, ein kleiner selbstentwickelter Bassmotor und eine kleine Leiste Technik. Damit sollt ihr bei voller Lautstärke 6 Stunden ordentlich Musik hören können. Aber was ist da Lautstärke? Wie fühlt es sich an und ist das gesund? Gute Frage. Warum nicht? Im Endeffekt vibriert ja nur der Arm. Aber so wirklich sicher bin ich mir da jetzt auch nicht. Was ihr auch nicht vergessen solltet, ist unsere Live-Show in Berlin. Am 2.7. sind wir im Saturnmarkt am Alexanderplatz und ab 12 Uhr könnt ihr bereits dort mit uns gemeinsam an einer Vive, einer Oculus Rift und einer Samsung Gear VR herumspielen. Wir zeigen euch dann ganz in Ruhe, wie das alles so funktioniert für alle, die es vielleicht bisher noch nicht drauf hatten. Und um 17 Uhr startet dann unsere Live-Show mit ganz viel VR und einem großen Gewinnspiel. Vergesst auch nicht, unsere Social-Media-Plattform zu abonnieren und gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir bereiten jetzt erstmal alles für diesen Livestream vor. Absolut. Das kann ja so schön sein. Hier, so schön sind wir. Ah, da. Das war unsere eigene Werbe. Ja, da waren wir noch jung und du hattest noch wenig. Das war in Hamburg. Das war schön dort. Ja.